Wenn wir jetzt hier mal schauen, das Rezept für die königlichen Edelsteine, ich werde es trotzdem noch probieren, weiterhin zu kriegen, bis ich alle verfügbaren Ressourcen habe. Ansonsten, wenn wir hier mal weiterschauen, hier gibt es zum Beispiel 5 Ausrüstungsveredler für 50 Kleeblätter, ist auf jeden Fall eine bessere Sache als beim Knob. Der Ritter der Kokosnuss, der kostet jetzt hier halt 1000. Ja, okay, könnte man machen. Das Fliegerhühnchen kostet hier an der Stelle 400. Da muss ich mal kurz nachschauen, aber ich glaube, das ist auch nicht lohnend, weil ich hier, egal ob ich jetzt hier voll bin oder nicht, das bringt mir absolut gar nichts. Und wenn wir bei den Reittieren nochmal schauen, bei den Fahrzeugen, da würde ich hier hinten eine 10% erhöhte Rüstungswert auf diesem Gegenstand kriegen, wenn ich jetzt einen Ritter der Kokosnuss kaufe, aber ich brauche hier trotzdem 3. Also ich brauche auch diesen frostigen Hexenbesen zum Beispiel oder den frostiger stygischer Besen. Das heißt, diese Sache kann man auch schon mal ablehnen. Der Münzwurf ist ein Emote, kostet 750, das ist relativ teuer, aber den hat man früher ja nur durchs Gaukeln bekommen. Und wenn ich da bei Kostüme weiter schaue, werde ich den auf jeden Fall nicht finden. Und wenn wir hier mal gucken, da gibt es die goldene Glückssphäre der Drachen. Manche sagen ja, okay, da ist Mortis drin, aber auf der anderen Seite gibt es auch genug, die sagen, nein, da ist Mortis nicht drin. Wobei natürlich hier steht, ein Reittier aus der Kategorie Drachen. So, und die Kategorie der Drachen hat nun mal den Mortis-Drache mit dabei. Das heißt, theoretisch einer von denen. Und zwar sind das 7 Stück, also die Chance von 1 zu 7. Wobei Big Point da bestimmt keine 1 zu 7 Chance drin hat. Lohnt sich jetzt aber auch nicht, den zu kaufen, weil bevor ich nicht erster, zweiter oder dritter Platz habe, bringt das jetzt nicht so viel, das zu tun. Gucken wir mal weiter. Hier würde ich auf jeden Fall mal zuschlagen wollen, einfach damit ich die voll habe. Bringt mir das denn dann auch überhaupt was? Wow, eine Opfergabe der geheimen Grotte. Mir fehlt hier die Kluft des Mechanicus und hier halt das rosafarbene. Das rosafarbene ist jetzt halt auch nicht so toll, aber jetzt mal ohne Witz. Also das ist wieder so eine Opfergabe der geheimen Grotte. Ach du Scheiße, also ich weiß nicht, wahrscheinlich kaufe ich jetzt das. Erstens mal ist das Lila eine eh nicht toll. Und zweitens mal gönne ich mir davon dann doch lieber hier irgendwelche Runen. Das bietet sich auf jeden Fall mehr an. Na, und jetzt hier die Andermacht, FBM, was gibt's da überhaupt in dieser Kategorie? Eine Sammlertruhe, 2 Opfergaben der geheimen Grotte, 300 Dietrische, 10 verändertes Krezarit, 20 Ausrüstungsveredler. Das ist natürlich... Na, eine Rune der Ausdauer, 2 perfekte Diamanten. Na, also hier kriegt man schon relativ schnell recht coole Sachen. Also es geht, ne? Eine mächtige Rune, ein Schmelzofen, 10 Amphorenschüssel. Ja, das ist eher schon wieder nicht so toll. Eine Deluxe-Mitgliedschaft. Okay. Wie sieht denn das Ding überhaupt aus? Das alles in einem FBM. Ach hier. Okay, what the fuck. Ich sag mal so, ne, die Dinger kosten 1000. Bin mir da unsicher, ob ich mir davon was kaufen soll. Weil die Ausrüstungsveredler, das ist schon nicht ganz schlecht. Wenn ihr bedenkt, da kann ich mir 4-mal dann eine Waffe kaufen bei Q7. Und wenn die schlechte Stats hat, dann kann ich die einfach umwandeln. Klar, die wird zu 50% zerstört. Also 50% ist halt ein krasser Wert. Deswegen werde ich das wahrscheinlich jetzt auch erstmal weglassen. Und wenn wir hier dann jetzt mal gucken. Ich pack die mal hier alle raus. Ich glaube, bei dem kriegt man gar nicht alle. Also die Rune der Schnelligkeit gibt es auf jeden Fall. Die Rune des Fokus, die gibt es auch. Die Rune der Härte gibt es bei ihm nicht, aber dafür die Rune der Tapferkeit. Da könnte man halt noch eine holen. Dann hätte man eine weitere 40%ige. Dann bräuchte man aber wiederum nochmal eine 30%ige. Also man gibt da dann schon relativ viel aus.
Und hier unten 2,2, da könnte man jetzt überall mal dran denken, eine 3%ige reinzumachen, wobei es halt auch nur 2% mehr One-Speeds sind. Und was aber auch wichtig ist, ist im Prinzip zum Beispiel hier mal eine 16%ige draus zu machen. Und hier oben wird man auch nicht viel machen können, aber gerade hier unten, da könnte man echt mal dran denken, da im Prinzip zwei Stück zu kaufen. Und hier dann mal eine 16%ige draus zu machen. So, die Werkbank ist direkt daneben. Ne? Jetzt haben wir hier eine 16%ige Rune. Man muss dann natürlich am Ende drauf achten, kriegt man da überhaupt einen Speed Breakpoint? Ja, das ist jetzt immer noch so eine Frage, aber ich glaube irgendwie, also da mittlerweile weiß man eh nicht mehr, ob die Speed Breakpoints, die es momentan so gibt, ob die überhaupt noch wirklich aktuell sind. Und wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht unbedingt vorschnell zu viele von den Kleeblättern ausgeben, aber ein bisschen was kann man da schon noch machen. Also hier, da könnte man jetzt auch noch sagen, okay, dann machen wir das halt, wobei man da, wie gesagt, auch jetzt hier schon drei Stück kaufen muss, ne? Also 1, 2, 3 und schon sind es nur noch 2800 und dann könnte man die jetzt hier zusammen machen. Aber One Speed ist halt auch wichtig und ich werde demnächst hoffentlich auch mal noch bessere One-Speed-Schuhe haben, wobei mittlerweile auch gar nicht mehr so ein krasser Wert geht, aber welche mit 4-mal drauf wäre auch schon mal besser, das sind dann ungefähr 28%. Das lohnt sich auf jeden Fall mehr als das, was ich momentan habe. Jetzt haben wir hier im Prinzip 15% und vorher waren es 13%, also ist jetzt auch nicht so krass. Die Lebenssachen, die würde man bei Knob bekommen, aber da würde ich mir die Tragen wahrscheinlich eher erstmal noch aufheben. Man könnte jetzt hier zwar dann immer noch 20%ige reinmachen, aber ich sag mal so, die droppen ja auch mal. Also die kriegt man auch in den Grotten. Hier könnte man jetzt dran denken, noch eine mehr zu kaufen. Dann hätte man zumindest, wie sieht's denn da eigentlich aus auf dem Schließfach? Da habe ich halt jetzt hier erst eine davon gefunden. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern, bis ich da nochmal eine kriege. Das heißt, davon kaufe ich hier auch mal eine zweite. Und dann gucken wir mal, was die überhaupt... Ich glaube, 4,5 haben die dann. Genau. Und ist 4,5 jetzt schon die höchste? Nein, es geht noch höher, 6%. Okay. Das ist interessant. Ja, dann haben wir jetzt 4,5 und jetzt sieht man schon, okay, ne, die Traken, die gehen so langsam runter. Also wie gesagt, so ein FBM, wenn man sich das jetzt kaufen würde, das kostet halt einfach gleich mal 1000. Und man kriegt hier zwar 300 Dietrische, ist auf jeden Fall nicht ganz schlecht. Da kann ich genug von diesen Truhen aufmachen und hoffen, dass ein Rezept dabei ist. Aber langsam ist die Hoffnung bei mir auch gestorben. 10 verändertes Grizzerit ist nicht so gut, 20 Ausrüstungsveredler, ja okay, wenn man immer Glück hat und immer seine Waffe behält und die einfach neue Stats bekommt, dann kann man das auf jeden Fall in Erwägung ziehen. Dass die Wutkosten hier reduziert sind, da muss ich einfach mal ganz kurz gucken, da habe ich hier im Prinzip auch solche Dinger drin, aber die sind alle 3%, das heißt die 2%ige, die tue ich jetzt einfach mal dazu. Benutze ich sowieso nicht, das ist für jede andere Klasse gut, aber beim DK ist es immer so eine Sache, ja. Aber wenn man hier dann später wirklich Platinwerte hat, zum Beispiel 3 Platinwerte jeweils und hier oben 4 Platinwerte, dann kann man hier bei den Ringen nochmal in Erwägung ziehen, dort einen Lebenswert drauf zu machen und das Leben, was man dadurch kriegt, kann man dann hier an der Stelle wieder einsparen. Die Runen der Tapferkeit, das ist halt auch so eine Sache, ja. Ich meine, ich könnte da jetzt eine 30%ige machen, so. Dann könnte ich daraus eine 40%ige machen. Und dann brauche ich aber auch wieder eine 30%ige. Das bedeutet, ich bräuchte jetzt hier 5 Stück, ne? Also wenn ich jetzt hier erstmal das mache, eine kaufe und die jetzt zu einer 30%igen mache, dann habe ich jetzt hier 30%,
Und dann müssen wir, zack, hier zwei Stück rausnehmen. Da würde ich jetzt hier draus eine 40%ige machen. Na? Davon haben wir auch schon mal eine. Das heißt, jetzt ist es im Prinzip die zweite. Eine 40%ige. Und jetzt kaufe ich hier, die kosten übrigens auch nur 200, nochmal drei solche. Und mache daraus wieder eine 30%ige. Pack die dann jetzt rein. Diesmal gibt es auch keinen großartigen Vorher-Nachher-Vergleich. Hätte ich vielleicht mal machen sollen. Aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Es waren jetzt vorher 150%. Jetzt sind es im Prinzip 170%. Weil einfach... Wir hatten vorher 30%, also 4x30 stand drin. Das sind eigentlich nur 10% mehr. Also das, da sieht man halt mal wieder, na, man gibt viel aus, aber man kriegt auch fast nichts dafür. Das sind jetzt 10% mehr Rüstung. Die Rune der Schnelligkeit, na, die bringt hier oben, bringt die jeweils 6%. Wenn ich die zu einer 8%igen mache, dann habe ich halt, ich meine, ich habe da keinen großen Vorteil. Ich habe dann im Prinzip 2,576, also das ist auch so eine Sache, muss man nicht unbedingt machen. Und wenn wir dann jetzt noch nebenbei mal ganz kurz auf die Speed Breakpoints schaut, die DSO auch mal in Game integrieren könnte, wenn man dann einfach hier drüber geht, dass im Prinzip statt diesem ganzen Gedönse mit absoluten relativen Faktor und so angezeigt wird, wie viel man da braucht. So, aktuell beim Wutschlag steht zumindest hier 2,471 habe ich. 2,80 wäre der nächste. Und 2,588 wäre der wütende Schwung. Den nehme ich aber fast nie. Und 2,526 ist im Prinzip Zerschmettern. 2,824 ist der nächste bei Zerschmettern. Und 2,933 ist bei wütender Schwung der nächste. Bedeutet für mich, lohnt sich das einfach nicht, das da zu holen. Deswegen spare ich mir jetzt hier mal noch die 1752, beziehungsweise muss ich mir sowieso sparen, weil ich jetzt hier dann später eventuell dann doch das Rezept leider Gottes kaufen muss, weil es mir halt einfach nicht droppen möchte. Und ja, Ruhm hat sich ja wie gesagt ein bisschen geändert. Es kommen dann auch die helischen Spiele. Da könnt ihr mal bei Shirley vorbeischauen. Ich hatte, wie gesagt, ich war erst krank und davor zu Ostern natürlich mit der Family viel zu tun gehabt. Und dann hat das einfach nicht gepasst, da noch ein Video rauszuhauen. Aber ich denke, ihr werdet bei Shirley auch genug Informationen rausgezogen haben. Gerade hier, das ist ja jetzt wirklich so, dass gerade keine PvP-Season aktiv ist, aber das wechselt hier halt immer, ne? Also man kann sich jetzt anmelden und es ist immer vorgeschrieben, was es gibt. Also bis zum letzten Mann, das ist jetzt ein neuer Modus. Den gab es früher schon mal, also jeder gegen jeden für 8 Spieler. Das ist cool, dass sie den wiedergebracht haben. Und hier ist das klassische 3 gegen 3, jetzt als 5 gegen 5 Variante. Und das ist halt Solo-PvP und Team-PvP. Und das wechselt dann auch immer, ne? Also in 11 Stunden sind dann hier zwei andere Modi zur Verfügung. Und was sich viele gedacht haben, dass die Quests gelöscht werden. Nee, die sind noch vorhanden. Die Frage ist, ob die dann mit den helischen Spielen oder irgendwas gelöscht werden. Aber es macht schlicht und ergreifend keinen Sinn, weil da würde man einfach jeden einen Arsch treten, der dann jetzt hier noch den dampfgetriebenen Streitwagen fast hat. Oder der halt noch dabei ist, hier das königliche Schlachtross sich zu holen. Ist auch so eine Sache. Ross der Krone wäre jetzt eine Sache, die könnte ich, glaube ich, beim Knob kaufen. Da hätte ich dann 16 von 19. Das Schattenross, okay. Und die Fäulnismähre, die müsste es halt mal wieder beim Tragan-Event geben. Und ich sag mal so, ich glaube, Knob hat die generell immer im Angebot, das Ross der Wahrheit. Oder irre ich mich da gerade? Oder ist das Viscanium-Ross? Nee, der hat sogar das Ross der Wahrheit drin. Und der hat auch das Schattenross drin, was mir scheinbar auch noch fehlt.
Genau, die kosten beide 1000. Problem dabei ist, dann bin ich bei 17 von 19. Und man muss ja halt einfach alle haben. Also das königliche Schlachtross macht mir definitiv einen Strich durch die Rechnung. Und die Fäulnismähre hat er, glaube ich, gar nicht im Angebot. Nein, die hat er nicht im Angebot. Also das ist auf jeden Fall was, was man dann auch später kaufen könnte. Aber es gibt halt eh so gesehen nur einen, ja, einen strahlenden Stein. Ja, das ist jetzt für viele natürlich auf jeden Fall was. Aber gerade für uns High-End-Spieler ist das jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Ich tue das jetzt hier mal noch vorziehen. Die Ports werde ich irgendwann mal aufbrauchen. Und dann würde ich sagen, sind wir auch am Ende des Videos. Ich tue jetzt nur noch schnell die Tragan-Teile hier auch mit rein und mache dann hier jetzt wie so einen neuen Event-Tab. Weil da können wir das auch davor tun. Und das alles gleich mal ein bisschen sortieren. Ja, das sind zum Beispiel die Event-Essenzen, die mächtige Licht-Essenz, die, das ist nicht mal die vom Geister-Event, ne? Ist das die vom Geister-Event? Doch, das ist die vom Geister-Event. Okay, gut. Also beim Geister-Event kann man die dann einsetzen. Hier das Pass, da ist relativ viel vom Wargulf-Event drauf. Und ansonsten hier Neumond-Schriftrollen, die kann ich auch hier im Inventar lassen. Das stört jetzt nicht so sehr. Es wäre halt auch mal cool, wenn Big Point mal diese mächtigen Onyx-Schädel überarbeiten würde. Selbst wenn die, sagen wir mal, 250 Leben pro Sekunde geben, dann hat man ja 1000 Leben pro Sekunde. Selbst da bringt mir das nichts bei einem Boss, der mir 70.000 reindrückt, ja. Klar, da läuft man dann ein bisschen drum rum. Da hat man dann in 5 Sekunden schon wieder 5000 Leben und zusätzlich zu seiner normalen Heilung kann das schon was bringen. Genau, so. Und damit würde ich sagen, sind wir eigentlich jetzt final am Ende dieses Videos. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ich mir noch holen soll. Aber ich sag mal so, wie gesagt, ich heb mir die Kleeblätter auf, weil ich möchte ja hier gerne das Rezept dann irgendwann erwerben, weil es ist mir schon wichtig, dass hier die 5, 6 und jetzt mittlerweile 7 königlichen Steine umgewandelt werden, sodass ich daraus dann am Ende schlussendlich einen Vorteil ziehen kann. Und damit verabschiede ich mich recht herzlich von euch. Haut rein, euer Zardas.